Jo Leute, was geht? Freunde, wir sind mal wieder in GTA 5 unterwegs mit Franklin in einer schöneren Grafik, Leute. Ich dachte mir bei dem Video, das ich heute hochgeladen habe, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an, Leute, wo es um den neuen Trailer zu GTA 5 gibt. Dachte ich, Leute, ich passe die Grafik einfach mal selber so ein bisschen an, damit sie besser aussieht wie im Trailer. Und heute haben wir auch eine neue Aufgabe, Freunde. Wir haben nämlich wieder ein neues Schatzjägerbild bekommen, Leute. Eine neue Schatzsuche in GTA 5 und ich würde sagen, wir werden zusammen diesen Schatz suchen. Okay, Leute, ihr alle seht jetzt wohl dieses Bild und zwar ist das Ganze irgendwie ein abgestürztes Raumschiff und das befindet sich, wie wir unten rechts sehen können, in der Grand Sonora Wüste. Und wenn wir ganz genau hinschauen, Leute, ganz genau neben diesem kleinen Busch rechts, also nicht den ganz großen, sondern zwischen den Büschen, also dieser ganz kleine Busch da rechts, Leute, ich glaube, dort liegt eine Person. Und ich habe keine Ahnung, was für eine Person das ist. Vielleicht ist es aber auch ein Schatz, der dieser Person gehört oder so. Und ich würde sagen, wir suchen das Ganze jetzt einfach mal, Leute, wo es sich denn befinden könnte. Also die Grand Sonora Wüste, Leute, die ist ja hier. Oh, die ist auch noch hier, Leute. So, das ist schon Winewood Hills, Great Chaparral. Okay, also Leute, Grand Sonora Wüste ist, glaube ich, irgendwo hier in dem Bereich. Dann würde ich sagen, wir markieren uns den Punkt, Leute. Lasst an der Stelle übrigens, wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, jetzt gerne ein Like da, Leute, für den ganzen Support. Und Freunde, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann, Leute, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Lasst gerne einfach auf den roten Abo-Button ein Abo da, drückt auf ihn. Dann haben wir, Leute, bald die 1 Million Abos auf diesem Kanal erreicht. Leute, ihr glaubt nicht, wie ich da gerade mitfieber. Uns fehlen nur noch 9000 Abonnenten zu diesem Ziel. Also lasst uns das zusammen schaffen, falls ihr noch nicht abonniert habt. Dankeschön für den Support, Freunde. So, ich muss sagen, Leute, die Grafik sieht auch wirklich gar nicht so schlecht aus, wie ich die gerade angepasst habe. Es sieht tatsächlich so ein bisschen blasser, aber auch irgendwie realistischer aus, muss ich zugeben. Aber gut, ich denke, wir sind jetzt schon langsam angekommen, Leute, in der Grand Sonora Wüste. So, okay. Es ist zwar 1 Kilometer, aber ich glaube, wir befinden uns gerade schon in der... Ja, wir sind jetzt schon, Leute, in der Grand Sonora Wüste. Alles klar. Ich würde sagen, wir gucken uns das Bild noch einmal genauer an und dann kann ich, glaube ich, darüber urteilen. Okay, also Leute, ich weiß nicht, um welche Zeit dieses Bild geschossen wurde, aber wir sehen, es ist so eine Einbuchtung, so eine kleine Einkerbung. Das heißt, hier muss es irgendwo so eine Art Klippe geben, wo da drin eine kleine Bucht ist. Und ja, so, wir brauchen so einen Berg, Leute. Genau solche Berge brauchen wir. So etwas wie diese Berge hier. Und davon brauchen wir einen Berg, der irgendwie in die andere Richtung zeigt, wo es nach innen geht. Und vielleicht finden wir dann diesen Schatz. Oh Leute, ich will diesen Schatz unbedingt finden. Was könnte es sein? Ich weiß es nicht genau. Was könnte es sein? Okay, Leute. So, wir gucken mal, ob wir hier was sehen. Also, ich sehe dort einige Einbuchtungen, also so einige Ertiefungen. So, dann gucken wir mal, Freunde, ob sich das genauer hier irgendwo befindet. Oh, hier gibt es auch eine Baustelle gerade. Oh, das sieht gut aus, Leute. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht ganz und gar nicht schlecht aus. Wartet mal, Leute. Ich habe da was gesehen. Ist da hinten ein Baum? Oder ist es schon dieses Raumschiff? Oh, Leute, ich glaube, wir kommen der ganzen Sache näher. Jedenfalls darf das Ganze nicht in einer Straße sein. Also ich sehe auf dem Bild überhaupt keine Straße. Aber wir kommen dem Ganzen jetzt, glaube ich, Stück für Stück immer und immer näher, Leute. Okay, so. Dann würde ich sagen, wir sind, glaube ich, bald da. Es musste irgendwo hier sein. Oder ich bin auf einer komplett falschen Adresse. Ich bin vielleicht auf einem komplett falschen Holzweg gerade unterwegs. Oh, das sieht aber gut aus, Leute. Ah, ich weiß nicht. Haben wir eine Kirche da gesehen? Ich glaube ja nicht. Na gut, na gut, na gut. So, oh mein Gott. Ist es die Einbuchtung? Nein, es ist... Oh nein, aber es war gut, es war gut. Es war sehr gut, Leute. Ach, komm schon. Das war wirklich das Nächste, wo ich gerade war. Wie sieht es denn mit dem Berg da hinten aus? Vielleicht ist dort hinten etwas. Okay, also gucken wir mal hier hinten. Aber das passt nicht mit dem Bild zusammen. Das passt nicht mit dem Bild zusammen, weil wenn es hier ist, da ist die Kirche. Da kann das nicht sein. Das kann unmöglich dort sein, Freunde. Okay, dann schauen wir uns mal weiter um. Vielleicht sehen wir irgendwas. Wow, 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 Vorsicht. Okay, ich sehe immer noch nichts. Vielleicht ist es ja da oben. Vielleicht da oben. Komm schon, komm schon. Oh, Mann, das gibt's nicht. Hier vielleicht? Och, Mann, hier ist eine Straße schon wieder. Oh, Mann, Leute. Warum ist das so schwer? Warum ist das so schwer? Vielleicht ist es ja hier. Vielleicht ist es ja hier. Yes! 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 Leute, wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. Unglaublich, aber wahr. Oh mein Gott. Okay, jetzt bin ich so gespannt, Freunde. Es ist also ein zerstörtes Raumschiff, das vielleicht hier abgestürzt ist. Vielleicht ist der Pilot da drin auch verletzt. Oh mein Gott, Leute. Okay, ich wäre ganz vorsichtig, Franklin. Ganz vorsichtig. Vielleicht ist er gefährlich. Vielleicht explodiert dieses Raumschiff aber. Okay, gucken wir uns mal das Raumschiff an. Oh, da liegt wirklich eine Person. Da liegt wirklich eine Person, Freunde. Was ist das denn für ein Raumschiff? Sieht mir irgendwie nach Star Wars aus, oder? Ist das ein X-Wing? Oh, der ist auf dem Kopf, Leute. Ich glaube, hier ist die Kabine von den Piloten. Ist alles ausgebrannt, Freunde. Alles ausgebrannt. Komplett hier. Alter, das sieht nicht gut aus. Das sieht alles andere als gut aus. Und das, oh mein Gott. Franklin, was ist das? Wer ist das? Oh, nein.
Nein, Leute. Es ist Luke Skywalker. Es ist Luke Skywalker. Oh mein Gott. Okay, Leute. Das ist aus Episode 6 Luke Skywalker. Okay. Jetzt werde ich nervös, Freunde. Jetzt werde ich nervös. Das ist ja ein Jedi. Ein Jedi-Meister. Oh mein Gott. Okay, Franklin. Ich weiß jetzt nicht, was sollen wir tun? Sollen wir irgendwie, warte mal kurz. Oh mein Gott, das ist ein Laserschwert. Freunde, habt ihr die gleiche Idee, die ich gerade habe? Sollen wir das Laserschwert vielleicht nehmen? Wer weiß, vielleicht sind wir ja würdig. Vielleicht haben wir ja die Kraft der Jedi. Oh mein Gott, Franklin. Okay, weißt du was? Ich nehme es. Ich nehme es, Leute. Okay, wir nehmen das Laserschwert jetzt in 3, 2, 1 und... Boom, Leute. Ich hab's genommen. Ich hab das Laserschwert. Oh mein Gott, ist das krass. Guckt euch das mal an, Leute. Wir haben das Laserschwert, Leute, von Luke Skywalker in der Hand. Oh mein Gott, von einem der mächtigsten Jedi ever. So. So, wie funktioniert das Teil denn jetzt eigentlich? Ach, egal. Ich benutze es gleich. Ich gehe jetzt einfach mal in die Innenstadt, Freunde. Oder ich gehe erstmal zu mir nach Hause. Und dann schauen wir. Ich zeige das ganze Job. Ich muss es Job zeigen. Der muss unbedingt sehen, was ich gefunden habe. Das ist übelst cool, Freunde. Wir haben einfach ein Laserschwert in GTA 5 gefunden. Und ich bin auch so gespannt, ob das gleich funktionieren wird. So, rein mit dir, Franklin. Let's go. Auf geht's nach Hause. Wir haben den fetten Schatz gefunden. Einen richtig dicken Schatz haben wir gefunden. Job. Job, bist du hier? Ey, ich hab was übelst krasses. Ich muss dir das zeigen. Job. Ey, Mann, warum ist er... Der ist nicht zu Hause. Na gut. Wahrscheinlich trifft er sich wieder mit seiner Freundin. Okay, Leute, dann würde ich sagen... Ich weiß nicht, wie funktioniert das Teil? Was muss ich denn dafür machen? Ich habe hier einige Knöpfe, Freunde, die ich drücken kann. Ich probiere eins mal aus. Ich weiß nicht, was... Warte, was für Knöpfe machen wir mal? Vielleicht muss man so schlagen. Okay, nee, nein, ich... Franklin, wirf das Laserschwert bloß nicht. Du kannst das nicht. Okay, das funktioniert nicht. Alles klar. Was passiert, wenn ich die Taste drücke? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. No way. Yo. Oha, Alter, wie krass. Wie krass ist das bitte, Leute? Sagt's mal ehrlich, wie krass ist das? Oha! Alter, das funktioniert ja sogar. Das Laserschwert funktioniert einfach. Wisst ihr was? Ich muss wissen, ich muss mal gucken, wie das bei Nacht aussieht. Weil ich glaube, das Laserschwert, das leuchtet ja hell. Deswegen müssen wir aber abwarten, bis es Nacht ist. Okay, Leute, es sieht einfach krass aus. Guckt euch das an, Leute. Es leuchtet einfach richtig grün. Und man sieht es einfach. Das sieht richtig krass aus. Okay, Franklin, wir probieren mal ein bisschen was damit kaputt zu machen. Alles klar. Ihr seht hier einige, so ein Fadenkreuz wird mir angezeigt. Vielleicht kann man... Wow, okay. Alter, so. Okay, 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 okay. Aber ich wollte einen Schlag machen. So, jetzt, let's go. Genau, zack. Nochmal, zack. Komm schon. So, okay, das war jetzt nicht so ganz erfolgreich, muss ich sagen. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. So, was passiert mit der Taste, wenn ich die drücke? Ich habe hier zwei Knöpfe, die ich drücken kann. Was passiert hier? Nichts. Es passiert hier nichts, wenn ich das drücke. Okay, was passiert, wenn ich den... Mein Auto! Nein! Nein, mein Auto. Boah, das Feuer sieht in der neuen Grafik richtig realistisch aus. Kann Rockstar Games, glaube ich, nicht schaffen, ne? Alter, okay, okay, okay. Ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt damit mal in die Innenstadt. Let's go, Leute. Ich muss das Laserschwert mal bei den anderen ausprobieren. Was ist das denn für ein krasses Teil? Mal Real Talk, Leute. Sagt einfach mal, wie heftig das ist. Das ist schon übelst krass. Okay, wird Zeit, Leute, dass ich mal den Passanten so ein bisschen zeige, wie dieses Laserschwert so funktioniert. Alles klar, Franklin. Pack das Laserschwert raus in 3, 2, 1. Bam. Okay, Freunde. So, dann würde ich sagen, probieren wir es mal aus. Also, wir haben gerade diesen Wurf gemacht. Warte mal kurz, was macht das denn? Ich sehe jetzt hier so eine Lebensleiste. Wow, wir haben Machtgriff. Was? Ich habe einfach einen Machtgriff erlernt. Franklin? Oh, oh. Ich glaube, ich stecke in der Animation fest. Oh, oh. Nein, 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 nein. Was ist mit dem? Hallo? Hallo? Ey? Hallo? Okay, ich glaube, Leute, irgendwas ist gerade schiefgelaufen. Ja, irgendwas ist... Oh, wow, wow, wow. Franklin. Wow, wow, wow. Okay, es hat geklappt. Let's go. Noch einmal mit dem probieren. What? Alter. Oh, cool. Der hat Geld da gelassen. Nehmen wir direkt mal mit. So, 11 Dollar. Ja, okay. Ist okay. So, alles klar. Versuchen wir mal, den vom Motorrad zu schmeißen. Das ist eine der coolsten Sachen, die ich gemacht habe, Freunde. Das ist eine der echt coolsten Sachen. Woo, let's go. Come on. Noch einer. Zack. Dann probieren wir es nochmal hier. Zack. Let's go. Okay, Franklin. Wir springen. Wow. Okay. Alter, guck dir das mal an. Er hat so ein Jedi-Salto drauf. Franklin ist so ein richtiger Jedi-Meister geworden. Alter, wir haben nicht nur ein Laserschwert. Wir haben auch die ganzen Machtfähigkeiten. So, du kommst hier nicht weg. Wobei, der Lichtschwertwurf ist ja eigentlich einer der Signature-Moves von Darth Vader. Also, vielleicht ist ja Luke teilweise Darth Vader. Ich meine, er ist sein Vater. Aber gut. So, 18 Dollar kassiert. Let's go. Machen wir einfach mal hier. Kaputt.
Mach kaputt. Come on. Let's go. Nochmal probieren. Let's go. Bam. Wow, wir haben uns nach vorne teleportiert. Come on. Wir probieren mal an den. So, zack. Zack. Wow, wow, Alter, das war heftig. Okay. Alter, der Lichtschwertwurf ist wirklich der krasseste Move. So, dann machen wir hier. Wow, Alter, wir können Kombis machen. Wir können Kombinationen machen. Okay, das war... Wow, Alter, die ganzen Partikeleffekte sieht übelst realistisch aus. Oh mein Gott, jetzt werden wir höher. Die Lamborghini-Polizei ist da. Oh, warte mal kurz. Ich kann ihm... Wow. Armt. Hier steht, dass es ja gerüstet ist. Wow, 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 wow. Okay, so, komm. Lamborghini. Zack. Bam. Einmal weg damit. Let's go, Leute. Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Ich bin der Meister Jedi. Guckt euch das mal an. Hier. Ich laufe auf mein eigenes Laserschwert weg. Hilfe. Oh. Mein eigenes Laserschwert jagt mich. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist wieder kaputt. Ja, es ist wieder aus. So, okay, Franklin. Lauf, lauf, lauf. Wow. Wir laufen wieder auf unserem Laserschwert weg. Hilfe. Oh mein Gott. Lauf. Lauf, Franklin. Oh mein Gott, wir werden gleich getroffen. Lauf, lauf, let's go. Puh. Okay, wir haben es wieder gefangen. So, wow, wow, wir können sogar schneller laufen. Ich sehe es gerade, Leute. Wir haben sogar Fast-Run-Fähigkeiten jetzt freigeschaltet. Nice, das gefällt mir. Einfach, wenn mich irgendwas stört. Let's go, Leute. Wir machen einfach kaputt. Wir machen es einfach kaputt. Können wir auch aus der Luft den Lichtschwertwurf machen? Ich probiere es mal. Aber Leute, ich finde das so lustig, wenn man von einem Laserschwert weglaufen kann. Ah, oh, jetzt haben wir es wieder gefangen. Oh, da ist sogar eine Katze. Ah, oh, die Katze. Die probieren wir mal. Oha. Der hat schon krasses Aim, dass er die Katze treffen kann. Alles klar, Franklin. Ich glaube, wir kriegen echt einige Probleme, wenn wir das noch ein bisschen übertreiben. So, jetzt ist aber meine Frage. Wie weit maximal kann ich den Lichtschwertwurf machen? Wir probieren es mal aus, Leute. Let's go! Das ist weit. Das ist richtig weit. Oh mein Gott. Oh nein. 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 Mein Spiel ist jetzt auch noch gecrashed. Oh mein Gott. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß mit dem Laserschwert in GTA 5. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vergesst natürlich nicht gerne an der Stelle ein Like dazu lassen, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht gerne den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.